I've got no time for hard confidence. I'd lose my mind before I try. Ich bin Desiree von agentinnen.net und ich habe mich heute Abend vergnügt, mit Michael von der Heide ein gutes Interview vor der Show zu machen. Hallo Michael. Hallo Agentin. Wie geht's? Geht gut, danke schön. Vor der Show, ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt haben wir gerade Soundcheck gehabt und dann geht meistens schon die grösste Nervosität vorbei. Schon vorbei? Okay. Ja, okay, bestimmt. Ein bisschen schöne Spannung bleibt und die ist auch gut, wenn man auf die Bühne geht. Wie ist denn so der allererste Moment auf der Bühne? Der ist jedes Mal anders. Ist immer, wenn man morgen aufsteht, ist auch nie gleich. Ich brauche meistens so 2-3 Songs, die sie also jetzt bin ich richtig da. Ja. Weil am Anfang muss man vom Sound her manchmal stimmt es noch nicht oder musst du dich wieder orientieren, weil im Soundcheck ist der Saal leer und dann ist er voll und dann verändert sich der Ton. Von dem her ist es immer spannend. Ja, das ist schön. Was hat dich zur Musik getrieben? Oder als erstes oder Gesang? Meine Mutter sagt noch heute, bevor ich auch reden konnte, habe ich schon gesungen, aber sehr wahrscheinlich ist das ein Märchen. Ich habe einfach wie die meisten Kinder als Kind gerne gesungen. Und bei den meisten Buben ist dann irgendwann mit einem Stimmbruch oder als Teenager vorüber oder hinüber gewesen. Und ich wollte schon als kleiner Buben Sänger werden. Und ich habe immer den Plan gehabt. Ja. Warum genau, kann ich nicht. Und was hat sich am meisten geprägt in deiner Karriere, musikalisch? Ich rede ja bei mir nicht von einer Karriere, sondern von einem musikalischen Weg, weil Karriere, das klingt für mich schon also nach Madonna hat eine Karriere, finde ich. Also, bescheiden? Ja, also es ist einfach so, wie es ist, wie ich es empfinde. Am meisten geprägt? Ich bin ein bisschen langweilig. Es gibt nicht einen Moment oder ein Konzert. Es gibt, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist nie gleich. Also wir rattern nicht eine Show ab, wo jeder Tag genau gleich ist. Mhm. Du wirst es dann sehen, ich improvisiere auch, also auf der Bühne, vor allem, wenn ich Sachen erzähle. Und prägen tut mich fast jeden Abend. Ich habe das Gefühl, ich werde immer besser. Ja. So. Mit der Zeit wird man sicher und besser. Wie hat sich die Beziehung zu der Musik verändert? Sie hat sich insofern verändert, dass Musik doch nach der Berufung ein Beruf geworden ist. Also, ich habe ja zuerst hier in Winterthur eine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger und dann habe ich auch schon parallel gesungen und irgendwann waren es immer mehr Anfragen gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, schaue ich mal, vielleicht ein Jahr, zwei, geht das so weiter und jetzt sind es schon fast 20 Jahre. So schnell. Also ja, und von dem her hat sich das verändert, aber die Liebe zur Musik nicht. Ich liebe Musik und nicht nur meine, die ich selber mache, sondern ich bin auch immer noch Fan von anderen Künstlern. Mhm. Wie weit würdest du für die Liebe gehen zu der Musik? Also, früher habe ich auch gesagt, ohne Musik leben kann ich nicht. Und jetzt, als ich ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Buckel habe, weiss ich natürlich, geht das und gehe ich das. Mhm. Es geht, der Mensch ist ja irgendwo zäh. Aber ich möchte es doch nicht missen. Ich möchte schon mein Leben mit Musik in der einen oder anderen Art verbringen. Auch bis wirklich ans Ende? Ja, das weiss man nicht. Vielleicht, ich meine, Johannes Heesters, der berühmte holländische Darsteller, ist 107. Vielleicht muss es nicht gerade, und ist immer noch auf der Bühne, ab und an, vielleicht muss es nicht gerade bis dann sein. Aber hast du schon mal deinen Tod mit Musik vorgestellt, oder? Du bist jetzt sehr lustig. Ich habe nämlich ein Lied im neuen Programm und kommt auf die neue Platte, wo Milena Moser für mich geschrieben hat. Und das heisst, «Quand je serai mort», wenn ich tot bin, mehr verrate ich nicht. Das ist ein super Song. Sehr gut, ja. Und, ja, und er hat natürlich mit dem Tod zu tun. Wie denkst du über den Tod allgemein? Ich probiere nicht so viel an den Tod zu denken. Ich bin ja als junger Krankenpfleger oft ganz direkt konfrontiert war und im privaten Umfeld noch nicht so viel, Gott sei Dank. Das wird sich irgendwann dann ändern. Also,
man sagt so, der Tod gehört zum Leben. Ich, ja, oder so wie, ich kenne es mit einem Woody Allen Zitat, der hat mal gesagt, rege keine Angst vor dem Tod, er möchte einfach nicht dabei sein. Ja. So ähnlich geht es mir. Und die Musik hilft dir da auch? Dass, also gibt dir da Zuversicht, dass du nicht umsonst gelebt hast? Nein, also ich bin nicht so pathetisch. Ich bin auch immer noch ein suchender Mensch. Ich gehöre keiner Religion an. Und, ich kann mir vieles vorstellen und nichts. Also im Moment bin ich gerade eher auf der Seite. Ja, das suche ich nicht mal, aber eher überzeugt, es ist dann nichts. Und für mich ist das gut so. Mhm. Also ich probiere schon in meinem Leben in dem Sinn, jeden Tag irgendwie Sinn zu geben. Das ist schön. Ja. Probieren, habe ich gemeint. Das ist schon gut, das kann man alles schneiden. Nein, nein, dann schon, aber es klappt nicht immer. Man muss gar nicht schneiden. Also, du hast dich selber gefunden in der Musik? Zu einem grossen Teil, ja. Es ist schon so, also, dass ich auf der Bühne natürlich die Möglichkeit habe, Sachen anzusprechen, wo und so, wie ich das will. Ich kann das gestalten, wie ich das will. Ich habe kein Schiff in dem Sinne. Das ist das Tolle. Yeah. Also das ist wirklich die grosse Freiheit. Und darum liebe ich diesen Beruf so sehr. Fühlst du dich auch, jetzt, wie gesagt, eben die Musik, das kann viel verändern. Und fühlst du dich da auch verantwortlich? Fühlst, also spürst du da auch Verantwortung gegenüber anderen Leuten? Oder was du mit der Musik kannst erreichen? Nicht unbedingt. Also ich probiere schon in dem Sinn bei mir zu bleiben und Lieder zu schreiben oder Texte zu schreiben oder zu singen, die mir gefallen, die mich berühren. Und dann habe ich natürlich immer die Hoffnung, dass es auch noch mehr Leute gibt, die man berühren kann. Aber das kann, ich finde immer, Musik ist auch, also man kann es und soll es nicht erzwingen. Also. Und Verantwortung habe ich in dem Sinn nur mir gegenüber und dem Musikgott. So. Ja, schön. Was sind noch deine nächsten Ziele? Was hast du noch vor, geplant? Ich bin jetzt, also das ist mein Ziel, die Tournee toll zu machen. Und das nächste Ziel oder der Plan ist dann der Release von der CD Lido, wo noch im Sommer wird stattfinden. Und alles andere weiss ich nicht. Ich bin nicht jemand, der gross plant. Das ist eben auch noch so etwas Schönes. Also, darum, ich habe Kollegen, die wissen schon, was sie 3 Jahre in welchem Theater oder so das spielen. Und das ist nichts für mich. Also, ich halte die Sache so offen, wie es geht. So ja. Gut, wie es geht. Das ist wieder eines meiner berühmten Blackouts. Ja, das wird dann geschnitten. Gell? Ja, genau. Das ist alles gut. Was ich noch fragen wollte. Genau, zum Privatleben, wenn man das ansprechen darf. Wie lebst du da ein Doppelleben oder in 2 verschiedenen Welten? Beruf und Privatleben? Nein, eigentlich gar nicht. Also, der Unterschied ist vom Beruf und Privatleben, dass meine Freunde natürlich nicht, wenn ich etwas sage, etwas Lustiges klatschen. Leider. Leider. Und also, wenn jetzt jemand da wäre, der mich gut kennt, würde ich sagen, also das, was ich auf der Bühne bin und mache, ist ziemlich ähnlich. Also, oder fast gleich. Ist wie, ja. Ja, also, ich habe mir früher, als ich schon angefangen habe, Musik zu machen, mir das auch überlegt, ob man sich eine Kunstfigur oder ein Pseudonym zum Beispiel, ob ich mir das ausdenken soll. Und dann habe ich gedacht, das ist mir zu anstrengend. Oder auch also eben mit so einem Doppelleben oder einfach einem alter Ego. Du musst auch gut können lügen. Nein, das habe ich gesagt und ich weiß eigentlich immer, wer ich bin und was ich mache. Also, darum ist es vielleicht auch so unspektakulär, aber dafür ehrlich. Entspannend. Ja. Ja, ehrlich. Lady Gaga ist auch ehrlich, finde ich. Also, das ist so überhöht. Das sagt auch viel über ihre Kunst. Ja. Findet deine Freunde gut, was du machst? Wohl mal. Also ich habe viele Freunde, die natürlich auch mal kommen an der Premiere, aber die sind nicht Fans oder so. Also die sind jetzt nicht überaus interessiert an meinem Beruf. Also, aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Freunde, die Musiker sind oder Schauspielerinnen oder so. Also jeder hat, es ist nichts Besonderes. Also man tauscht sich aus, aber eben wie gesagt, das leider applaudiert einem niemand. Ja. Aber heute Abend gibt es hoffentlich Doch. So das will nicht.
Hast du auch Gegner oder Leute, die sagen, die einfach ja, sagen, dass was du machst, das ist nicht gut? Oder das? Also bestimmt. Also das merke ich, es gibt mal viele, die sagen, du bist noch cool als ich, aber du machst so scheiß Sound. Sag ich, ja, was kennst du denn? Bist du mal im Konzert gewesen? Nein. Mhm. So, und das ist so ein bisschen mein, oder immer wieder gibt es Leute, so Männer in meinem Alter, die von ihrer Freundin mitgezogen werden, das Konzert gesagt, oh, der schießt mich total an, aber es war geil gewesen. Und so lange habe ich das Gefühl, muss ich weiter singen, bis einmal, sagen wir, jeder zweite eine Show gesehen hat und sich dann wirklich meine bildet. Mhm. Also erst dann, mich berührt es nur, wenn Leute, oder tangiert mich, wenn Leute in der Show sind und sagen, das ist dann ein riesiger Scheiß. Also, aber so einfach Leute auf der Straße, die wo ja, Leute nicht kennen nicht, ja. Und so, das ist okay. Okay. Finde ich auch blöd. Ja, sehr gut. Sehr gut. Fühlst du dich akzeptiert, so wie du bist? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, absolut. Ich muss auch sagen, ich bin auch ein relativ genügsamer Mensch. Ich bin noch schnell zufrieden. Yeah. So, nein, ich habe ein tolles Umfeld, tolle Musiker. Ich bin der Boss in dem, was ich mache. Yeah. Doch, ja. Und Selbstzweifel? Jeden Tag immer wieder. Immer wieder? Ja, ja, immer wieder. Aber bevor ich ins Bett gehe, überwiegt das Positive immer. Also das kann man gut schön schlafen. Das doch Selbstzweifel. Also, zeigt mir jemand, der das nicht hat. Mhm. Der ist glaub, ziemlich auf Drogen. In der einen oder anderen Form. Ja, das wäre schon mal einmal weg von der Desiree und Agentinnen.net. Sehr ein amüsantes Interview mit Michael von der Heide. Und wir sind gespannt auf die Show. Alles Gute, bis bald. I've got no time for our confidence. I'd lose my mind if